Hallo und herzlich willkommen beim Beatmaking.de Podcast. Heute mit einem besonderen Gast. Ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich auch. Stell dich doch mal ganz kurz vor für die Leute, die keine Ahnung haben, wer du bist. Ja, ich bin Riffboy. Früher Underdog Beats. Ich glaube, viele kennen mich noch unter dem Pseudonym. Produziere seit gut 11 Jahren Hip-Hop Beats als auch Pop Beats und mach viel Musik, sagen wir mal so, und verkauf die Musik dann auch. Genau, darüber werden wir heute auf jeden Fall reden in diesem Podcast, über den ganzen Businessbereich. Was mich aber am Anfang interessieren würde so ein bisschen, wir haben gerade eben ja kurz schon mal gesprochen, du kommst eher eigentlich aus dem Metal- bzw. New-Metal-Bereich. Erzähl doch mal so ein bisschen was über deine Kindheit. So, wann hast du angefangen, Musik zu machen, Instrumente gelernt und so weiter und so fort? Oh, ziemlich früh schon. Ich habe angefangen, mit 11 Gitarre zu spielen. Bedingt durch den Jugendclub. Also ich komme so aus einer ländlichen Ecke, aus einem kleinen Dorf aus Brandenburg. Und wir hatten da halt nicht viel, ne? Also man hatte halt den Jugendclub und die hatten unten halt einen Proberaum gehabt mit Schlagzeug, Gitarre und so. Und da konnte man sich relativ früh schon an den Instrumenten ausüben und bedienen. Und ja, da habe ich dann halt Power gegeben so an der Gitarre, so mit 11, 12 Jahren in der Grundschule und so. Schon gab es da einen Lehrer oder sowas? Oder war das eher so Learning by Doing und einfach? Nee, das war wirklich Autodidakt. Aber das Gute ist, dass es halt sehr viele Jugendliche gab oder Leute in meinem Alter, die da schon ein bisschen Erfahrung hatten. Und dadurch konnte man sich halt gegenseitig austauschen oder man hat sich zumindest das abschauen können von den Älteren damals. Das war bei uns, also bei mir so das Ding. Ich habe halt immer geguckt, was die machen so. Dann guckt, was greifen die da? Und dann habe ich das halt zu Hause probiert nachzuspielen und später ging das dann halt mit Musik weiter. Man hat dann angefangen, so die Nirvana-Platten nachzuspielen. Das war halt meine Mucke so damals. Da gab es auch noch nicht so Internet, ne? So diese ganzen Tabs und so im Internet waren da noch nicht so, oder? Nee, das war relativ, guck mal, ich bin jetzt 35, also ich werde 36 nächsten Monat. Und das war zu einer Zeit, da ging das vielleicht gerade so los, ne? Aber ich hatte zu der Zeit, glaube ich, selber noch nicht mal einen Computer oder sowas. Konnten wir uns damals auch noch gar nicht leisten zu der Zeit. Das war noch so Luxusgut bei uns. Und ja, deswegen wurde erstmal analog Musik gemacht. Ne? Dieses ganze digitale Musik machen, das kam halt erst später, wo ich dann nichts mehr mit Rockmusik zu tun hatte. Und hast du eine eigene Gitarre auch gehabt? Weil meine allererste Gitarre tatsächlich ist so eine Gitarre von Norma, glaube ich, gewesen, mit so ganz billig, so für 100 Euro oder so, meine erste E-Gitarre, die mir meine Eltern geschenkt haben. Ging bei mir genauso los, ja. Also ich hatte eine Gitarre, glaube ich, aus dem Quelle-Katalog damals bekommen, zu Weihnachten. Und so einen kleinen Mini-Verstärker von Thomann. Thomann gab es damals schon, aber nicht, also die hatten damals so eine Faltprospekte gehabt. Weiß nicht, ob du die noch kennst, so. Die hast du denn damals per Post bekommen. Das war schon ein Online-Shop gewesen, so, aber die meisten haben dann noch telefonisch bestellt und sowas. Und ja, da gab es dann so das erste Equipment zu kaufen damals. Und man hat sich halt immer gesteigert. So nächstes Jahr war der Verstärker dann auf einmal so groß und die Gitarre ein bisschen besser. Und was war dein erstes Instrument, an das du dich erinnern kannst, was du jemals so hattest? Das war halt so eine ranzige Akustikgitarre, die ich dann von meiner Mutter bekommen hatte, beziehungsweise von einem Arbeitskollegen von meiner Mutter, weil die natürlich erstmal gucken wollte, kann der das überhaupt? Bleibt der da dran an der Nummer und so? Ne? Wie es halt mit jungen Leuten oder mit Kindern immer so ist. Ne? Ja. Man versucht irgendwie was 3 Wochen und dann mach wieder was anderes. Aber das ist so die einzige Konstante, die ich in meinem Leben habe, seitdem ich 11 bin. Musik machen und später dann auch musizieren und Songs schreiben. So das ist so diese Konstante, die bis heute bleibt und die wird auch bis zu meinem Tod, denke ich mal, bleiben. Weißt du, also selbst wenn mal alles irgendwie zusammenbricht, so das hält mich so am Leben. So. Ja, sehr interessant. Ich gehe mal auch so ein bisschen drauf ein. Ich glaube, ich habe das noch nie erzählt, wie das bei mir war. Und zwar waren meine Eltern so, dass die halt immer irgendwie drauf bedacht waren, dass wir nicht den ganzen Tag nur zu Hause rumsitzen oder so, sondern dass wir halt irgendwas machen. Und dann gab es da sowas, das nannte sich Instrumentenkarussell. Da hat man halt so kleine Kinder hingeschickt. Die konnten dann halt eine Woche alle Instrumente ausprobieren und hat man halt geguckt, so okay, was gefällt dem Kind. Und ich habe eine Schwester, die ist ein Jahr älter als ich. Also ich bin jetzt, werde 29 dieses Jahr, meine Schwester ist 30. Und wir wurden halt damals dahin geschickt mit 5 Jahren und wir sind halt beide beim Geigespielen hängen geblieben. Und so war mein erstes Instrument, was ich mit 5 Jahren gelernt habe, Geige. Ich kann keine Geige mehr spielen. Also. Aber das ist krass, ne? Das ist schon so ein klassisches Instrument in so einem jungen Alter. Also auch Interesse für sowas zu entwickeln, wenn man so jung ist. Ich kann mich auch ehrlich gesagt kaum noch dran erinnern. Ich weiß nur, ich hatte halt irgendwie so, die Chemie mit dem Lehrer hatte halt gestimmt. Den fand ich halt mega sympathisch und deswegen bin ich da hingegangen und meine Schwester wollte es auch und dann musste ich halt nicht alleine zum Unterricht.
Das habe ich ein Jahr gemacht, dann hatte der Lehrer gewechselt, der ist in Rente gegangen, der war schon alt. Und dann ist bei mir auch so ein bisschen das Interesse verloren gegangen. Dann habe ich in der dritten Klasse angefangen, Akkordeon zu spielen, weil bei uns an der Schule kamen einfach mal so Leute wieder von der Musikschule, haben so sich vorgestellt. Mhm. Und irgendwie fand ich es faszinierend, dieses Instrument, weil es so aus so vielen Sachen gleichzeitig besteht. Mhm. Du ziehst und drückst und hast links und rechts halt Knöpfe unabhängig voneinander und so. Das habe ich dann, ich glaube, 6-7 Jahre gemacht und habe da drin auch so einen Unterstufenabschluss gemacht. Also ich glaube, es gibt Unterstufe 1, 2, 3 und dann das genau nochmal mit Mittel- und Oberstufe. Ich habe nur das Unterste gemacht, aber ja. Was ist Akkordeon? Ist das ein Tasteninstrument oder ein... Es ist ein... Bin mir gerade unsicher. Es ist... Oh, ich weiß gar nicht. Das kann ich dir gar nicht so genau sagen, aber ich glaube, es zählt eher so unter die Kategorie... so Orgelblasinstrument. Ja, ja, sowas in die Richtung. Ich glaube auch, ne? Weil es wird ja durch Luft und so kleine Holzplättchen Richtig. Gemacht und bei Tasten sind es ja so Hammerschläge, ja. Und Gitarre irgendwann später bei uns in der Grundschule gab es nämlich, deswegen hatte ich auch gefragt, ob es da bei euch sowas gab. Wir waren eine Ganztagsschule, es war so ja relativ neu, so pädagogischer Hintergrund und so, dass auch die Schüler nach der Schule irgendwie noch was angeboten bekommen. Mhm. Und da gab es bei uns so eine Gitarren-AG und das hat halt 5 Euro im Monat gekostet, also wirklich wenig Geld. Und dafür konntest du halt Gitarre spielen lernen. Ne? Und das habe ich dann gemacht, so ich glaube 2-3 Jahre. Und dann hat sich das da leider aufgelöst und dann bin ich halt zu dem Lehrer, der das gemacht hat, auch in Privatstunden gegangen und so. Ich bin da auch relativ froh, dass meine Eltern das unterstützt haben. Mhm. Die haben nie wirklich viel Geld gehabt. Aber haben immer gesagt so, okay, das ist uns wichtig. Und so habe ich angefangen, Musik zu machen. Dann hatte ich mit 12 Jahren dann so meinen besten Freund, der hatte so ein eigenes Mikro und da haben wir dann angefangen, so Blödsinn zu machen. Wie ist es bei dir gewesen? Also du hast angefangen, Gitarre zu spielen, kommst aus dem Rock und so Bereich. Mhm. Ich bin ja 95 geboren. Ich glaube, ich habe noch so ein bisschen so diesen Umbruch mitbekommen. So viele Leute, die gerade jünger sind, die wissen es auch gar nicht. Früher war so, also heute ist so Hip-Hop so das Main-Genre, ne? Was so alle hören, was die Charts dominiert. Und früher in den 90ern ist es halt so New Metal und dann so frühe 2000er auch so Pop-Punk und sowas halt alles gewesen. Mhm. Und ich kann mich auch erinnern, so die ersten Konzerte und so, auf denen ich war, das waren halt auch alles so Rock- und Metal-Konzerte. Und ich gehe auch heute gerne noch auf Rock- und Metal-Konzerte, weil ich finde, es macht auch mehr Spaß. Ja, aber selbst zu der damaligen Zeit war das schon sehr Hip-Hop dominiert. Also selbst der Rock, der im Fernsehen lief, damals war ja noch MTV und so sehr populär. Weiß nicht, ob du auch noch die Zeit hattest, wo man nach der Schule so sich MTV reingezogen hat und so. Bei mir ging das noch ein bisschen die Zivi-Zeit später. Und das war schon sehr Hip-Hop geprägt. Also wenn du dir jetzt Limp Bizkit anguckst oder Linkin Park auch. Linkin Park, die hatten zwar ein bisschen mehr elektronische Sachen damit drin, so, aber das war immer schon Rock gemischt mit irgendwas anderem, weil zu der Zeit der Rock auch langweilig war, seien wir mal ehrlich. Das ist halt wie mit dem Umbruch der 80er zu den 90ern. Es gab halt in den 80ern auch so eine krasse Synth-Pop-Welle. Und die Leute hatten dann irgendwann in den 90ern auch die Schnauze voll und wollten wieder was Organisches haben. Und dann kamen halt Audioslave, Sepultura, Nirvana, diese ganzen Red Hot Chili Peppers, gutes Beispiel. So, das ändert sich halt immer so. Ne? Es wird halt ein bisschen mehr synthetisch, dann wieder organisch, synthetisch, organisch. Es ist immer so ein Wechsel, habe ich das Gefühl. Und wo war bei dir der Punkt, wo du dann übergegangen bist von diesem Rock-Ding und dich angefangen hast für Hip-Hop zu interessieren? Richtig, richtig spät. Erst, okay. Ich glaube 2011, nee 2008 oder so hat es bei mir erst angefangen, dass ich überhaupt Hip-Hop produziert habe und auch nur, nicht aus der Not heraus so, aber ich hatte halt keine Band mehr zu der damaligen Zeit und hatte halt alte Kameraden getroffen, die so Hip-Hop-mäßig unterwegs waren. Und die hatten immer nur so Freebeats gehabt aus dem Internet und haben dann aber schon bei mir recorded, weil ich der Einzige war halt, der so Technik hatte und so, und die kamen dann immer zu mir und mich hat es irgendwann angepisst, dass die halt nur so diese Freebeats hatten mit den Text drin, habe ich irgendwann angefangen selber Beats zu bauen. So ging das los, aber so meine ganze Audio-Geschichte, die hatte schon viel früher angefangen. So mit den Gitarren spielen und so. Ich habe ja dann auch damals schon mit Cubase SX3 damals noch angefangen zu recorden, wo ich 13, 14 war, habe da schon Songs geschrieben und so mit der Gitarre und sowas. Mit 13, also du hast auch quasi eigentlich mit 11, hast du gesagt, angefangen Gitarre zu lernen. Und eigentlich so ein bisschen parallel kam auch die Entwicklung, dass du das Bedürfnis hattest und dich dann auch selbst aufgenommen hast. Nur ja, weil ich hatte halt keinen Gitarrenlehrer und ich bin auch nicht so ein Freund von Autoritäten und sowas. Deswegen bin ich immer so der Typ, ich muss mir immer alles selber beibringen und bin dann auch sehr
Ich will so mein eigenes Ding machen. Das war schon immer so. Ich habe mir auch nie irgendwie sagen lassen, mach mal so. Und weiß, ich wollte immer das machen, was ich selber am besten fand und am liebsten gehört habe. So, ne? Und da, dass ich halt in diesem Punkrock-Nirvana-Ding gefangen war, war meine eigene Musik, die sollte dann auch so klingen, logischerweise. Und dann hat mich das immer gestört, wenn mir irgendein Lehrer gesagt hat, da spiel doch mal den Akkord und spiel mal das. Das war nicht meins. So, und deswegen habe ich halt relativ früh angefangen, selber Songs zu schreiben, so aus, mhm, aus der Motivation heraus. Ich will den Sound haben. Gibt's noch Songs aus der Zeit? Bestimmt, klar. Irgendwo fliegen Sachen rum, ne? Aber ich meine mal, so richtig professionell wurde es dann später erst mit meiner Ausbildung denn in Neuruppin, diese Mediengestalter-Ausbildung, die ich dann angefangen hatte. Genau. Sehr interessant. Ich habe auch eine Ausbildung als Mediengestalter in Bild und Ton gemacht, habe dazu auch den letzten Podcast zusammen mit Jens geführt. Da haben wir uns schon ein bisschen so drüber unterhalten. Hat sich das gelohnt? Lohnt sich eine Ausbildung auch so ein bisschen für Leute, die sich dafür interessieren und so weiter und so fort? Wann hast du die Ausbildung angefangen? Nach der 10. Klasse? Oder hast du Abitur noch gemacht? Oder wie war das? Ich wollte Abitur machen, aber war dann zu faul, muss ich ehrlich gesagt. Und auch zu viel gekifft damals und so, ne? Also Musik ging immer einher, so mit viel Kiffen. Oh, wir waren alles Downer damals und dann hat das mit dem Abitur nicht so ganz funktioniert. Aber ich wusste, ich wollte immer irgendwas mit Musik machen so und bin dann irgendwie auf diese Mediengestalter-Ausbildung gekommen. Das war so eine duale Ausbildung in Neuruppin damals, mhm, in so einem Schulungszentrum. Das heißt, man hat immer so 2 Wochen praktische Arbeit gehabt in so einem Schulungszentrum. Wir haben auch kooperiert mit dem RBB, wir hatten auch immer so eine Sendung gehabt, Nachtexpress hieß die, glaube ich. Und eine Woche war dann halt immer Schule in Teltow. Und war eine staatlich finanziert oder privat? Das war staatlich finanziert. Ich habe sogar auch, was habe ich denn bekommen? Ich habe BAföG oder sowas bekommen zu der Zeit und auch irgendwie so eine Aufwandsentschädigung von 80 Euro hast du irgendwie bekommen jeden Monat. Okay, krass. Ja, bei mir war das so, ich bin ja tatsächlich direkt beim RBB gelandet. Mhm. Aus der kleinen Stadt, wo ich komme, da gab's halt nichts. Und ich hatte halt so einen Freund gehabt und wir haben halt immer zusammen Mucke gemacht. Ne? Wir haben halt auch damals so VBT unerfolgreich gestartet und so, weil wir waren halt einfach mega schlecht. Ne? Mhm. Und wir haben uns, das war aber halt einfach so ein Hobby, das war so Spaß. Und ich war halt im Abitur und ich habe mir in der 10. Klasse und eigentlich auch in der 11. ehrlicherweise gar keinen Plan darum gemacht, was ich eigentlich machen möchte danach. Und dann bin ich halt so irgendwann in der 12., 13. Klasse drauf gekommen, hey, man kann eine Ausbildung als Mediengestalter machen. Und dann habe ich gesagt, okay, komm, machst du das? Weil auch so ähnlich wie bei dir, bei mir war immer so der Punkt, die Konstante, die sich gehalten hat in meinem Leben, war immer so, Musik hat mir immer Spaß gemacht. Ich war immer eher so der Außenseiter-Typ, so ich hatte auch immer meinen eigenen Kopf gehabt. Vielleicht war ich auch nicht so einfach als Kind oder bin es heute immer noch nicht so. Und deshalb war Musik halt immer da und das hat mich immer interessiert. Und in mir ist halt so dieser Wunsch gewachsen, so hey, ich möchte gerne mehr über Mix und Mastering und solche Geschichten lernen, weil ich das Gefühl hatte, dass ich da halt viel Aufholbedarf hatte und habe mich dann für die Ausbildung entschieden. Letztendlich war mein Fazit dann, dass es nicht so krass viel dazu beigetragen hat und die Dinge, die ich mir selbst beigebracht habe und diese ganze Erfahrung, die ich gesammelt habe und Arbeiten mit anderen, mhm, Künstlern zusammen, hat mich viel, viel weitergebracht als die Ausbildung an sich. Mhm. Aber ich habe dann auch ziemlich schnell wieder Berlin verlassen. Du warst in Teltow in deiner Ausbildung und nach der Ausbildung hast du direkt angefangen, irgendwo zu arbeiten? Oder wie ging es dann weiter? Lass mal überlegen. Nee, ich habe erstmal den Zivildienst gemacht. Mhm. Den gab es da noch zu der Zeit. Ja, ja. Habe ich im Krankenhaus gearbeitet als Hausmeister und dann danach gleich dieses Veranstaltungsding gemacht. Ne? Okay. Aber nochmal zu der Mediengestalter-Ausbildung, mhm, zurückzukommen. Ich glaube, man sollte nicht mit dem Mindset dahin gehen und denken, dass man nach 3 Jahren alles weiß. Ich glaube, so eine Mediengestalter-Ausbildung ist auch nicht verkehrt, so weil du lernst halt zumindest erstmal. Selbst wenn du nur lernst, wie du halbwegs vernünftig durch Leben gehst in der, ja, Zeit, hast du auf jeden Fall mehr mit auf den Weg bekommen als manch anderer. So weiß ich meine. Und dieses andere ist halt Learning by Doing. So gerade in dem tontechnischen Bereich kennst du ja selber so. Du kannst halt auf 1000 verschiedene Wege ans Ziel kommen. Deswegen so Learning by Doing. Okay. So, weißt du, wie ich meine? Weil nur weil dir irgendeiner was erzählt, ist das nicht der ultimative Weg. So, du wirst irgendwann später einen besseren Weg für dich finden. Deswegen. Also, alles hat seine Vor- und Nachteile, bin ich der Meinung. Aber diese Mediengestalter-Ausbildung, die sollte man ruhig schon mitnehmen. Also, ich sehe das jetzt nicht so als... Also, du würdest sagen, rückblickend betrachtet, wenn dich jetzt jemand fragen würde, ja, also jemand ist in der 9. Klasse
oder in der 11., 12. und überlegt so, ey, was mache ich jetzt nach dem Abitur, was mache ich nach der Schule? Würdest du schon sagen, wenn sich jemand grundsätzlich dafür interessiert, auch so Interesse an Musik hat, Musikproduktion, mhm, auch, sag ich mal, so Kamerageschichten nicht so abgeneigt ist, mhm, würdest du sagen, let's go, ja? Safe, ich bin der Meinung, wenn du wirklich weißt, wo du hin willst, wirst du später eh deinen Weg finden. So. Und mir hat, sag ich mal, diese Bildbearbeitung damals sehr viel gebracht. Ich habe halt wirklich auch noch mit analogen Equipment-Kabel. Wir sind halt mit DV und mit Beta-Cams halt losgegangen. Wir auch, obwohl ich meine Ausbildung deutlich später gemacht habe. Du bist beim RBB, klar. Da kennt man das noch so. Oder so der Analogschnitt mit der schönen Herzblende. Und ach, hör auf. Wo du auch noch so digitalisieren musstest. Ja, schön, ja, wo du dann die Beta-Kassetten dann so reingesteckt hast. Und dann hast du halt von einer Kassette so quasi auf die anderen Kassetten dann draufgeschnitten, ne? Oder wir hatten halt gleich schon ein digitales System. Wir hatten einmal für die Beta-Tapes hatten wir, oh, was hatten wir da für ein Schnittprogramm? Irgendwas auch von Avid, glaube ich. Pinnacle? Nee. Pinnacle war so ein Vorgänger von Avid. Das wurde dann Newscutter, gab es noch früher. Media Composer heißt das Avid-Ding, was dann halt so später kam. Und die Vorgänger waren halt so Pinnacle und der Newscutter. Die sind dann so ineinander übergegangen. Nee, das hieß irgendwie anders. Aber das ging halt auch, wie gesagt, nur mit diesen Beta-Tapes. Und wir hatten auch noch DV-Tapes, aber da haben wir dann halt natürlich mit Final Cut und sowas geschnitten. Das war dann ein bisschen anders. Aber wie gesagt, mir hilft das, was ich damals gelernt habe heutzutage, immer noch weiter. Zumindest aus der bildtechnischen Seite. So, weißt du? Auch wenn ich damals mir dachte, ich will mit Bild nichts zu tun haben, lass mich in Ruhe damit, ich will nur meinen Tonkram machen, ist, finde ich trotzdem gut, dass ich da was mitgenommen habe, weil es bringt mir heutzutage definitiv was. Im Zeitalter von so Social Media, du musst dich selber irgendwie so ein bisschen vermarkten und so in diesem ganzen Grundrauschen da so ein bisschen rauszupieken, ist wichtig, ja. Ja, oder alleine, dass man zumindest weiß, wie du eine Blende vernünftig einstellst oder deine Kamera vernünftig scharf stellen kannst, so, das wissen die meisten heutzutage gar nicht mehr, weil alles automatisch funktioniert, ne? Hatten wir vorhin schon mal das Thema mit dem Autofokus, ne? Deswegen ist nicht verkehrt, dass man zumindest weiß, wie du damit auch anders umgehen kannst, sag ich mal, ne? Okay, mich würde interessieren, gab es so bei dir einen Punkt, ja, du hast ja diese auch Mediengestalter-Ausbildung gemacht, wie ich, und hast auch früh angefangen, schon selber dich aufzunehmen, Gitarre zu spielen. Gab es irgendwo so bei dir so einen Punkt, weil ich hatte das Gefühl, bei mir war es so, ich hatte immer das Gefühl, ich bin voll schlecht, so, ich bin nicht gut genug. So, aber irgendwann kam bei mir so ein Punkt, wo ich dachte, so, okay, jetzt würde ich sagen, jetzt habe ich so die Skills, die sind auf so einem Level, da sage ich so, da bin ich so zufrieden, wenn ich so zurückblicke, so wie ich schaffe heute, die Sachen klingen zu lassen und dass ich halt genauso meine Vision umsetzen kann. Gab es bei dir auch so einen Punkt, an den du dich erinnern kannst, wo du sagst, da war für dich so ein Schlüsselmoment, wo du gemerkt hast, okay, jetzt hast du so ein Niveau erreicht, wo du sagst, ist gut? Oder warst du nie so wie ich zum Beispiel, dass du immer so Zweifel hattest? Nee, aber es gibt immer wieder so eine Momente, glaube ich. Wo du denkst, es ist nicht so geil? Oder wo du denkst, wo man sich dann erstmal realisiert, jetzt bin ich angekommen, so nach dem Motto. Also manchmal macht man sich ja gar keinen Kopf darüber, so ob das jetzt wirklich der richtige Weg ist, bis man erst für sich gemerkt hat, ja, es bist den richtigen Weg gegangen, so bist jetzt nicht falsch abgebogen. So. Das merkt man an verschiedensten Sachen. Damals habe ich das halt so in Bandzeiten noch gemerkt, so wo auf einmal diese Songideen aufgehen und man halt mit den Leuten spielt und du merkst, Alter, das klingt jetzt wie ein Song auf einmal, so, weißt du, das ist alles so eine Einheit geworden und dann denkt man, okay, da bist du jetzt auf dem richtigen Weg. So, das ist dann diese Bestätigung für das, was man davor gemacht hat, so mit ewiger Rumprobiererei, so. Ne? Aber das ist halt so unterbewusst. Ich arbeite jetzt nie auf irgendein Ziel drauf hin oder so. Ich mache halt das, worauf ich gerade Bock habe, so, und entweder ist es gut oder ist es nicht gut. Und wann hast du so, wir haben ja so ein bisschen, um wieder auf dieses ganze Hip-Hop-Produktionsthema zurückzukommen, so ein bisschen, du hast ja so angefangen zu Rappers Inn sein, ne? Rappers Inn ist ja heute größtenteils eigentlich tot. Kannst du dich noch erinnern an die ersten Beats, so, die du hochgeladen hast auf Rappers Inn und ich so? Ich habe nie Beats auf Rappers Inn hochgeladen. Ach, du hast nie Beats auf Rappers Inn. Wie hast du damals angefangen, so sozusagen Leuten deine Beats zu schicken, wo du gesagt hast, hey, hier. Naja, das lief damals noch über MySpace. Weiß nicht, ob du es noch kennst. Ich hatte eine MySpace-Seite gehabt, wie jeder andere auch damals. Da konntest du dir ja so diese Künstlerseiten machen. Mhm. Und irgendwann hat mich mal einer hier aus Berlin angeschrieben, der hieß Klimo. Mhm. Den kennen viele hier in Berlin. Ist ein echt so ein Urgestein, so Urgestein Berliner. Der hat mich halt angeschrieben, so, hey, wie sieht's aus? So, ich will hier sowas hochziehen wie Agro Berlin und so. Wie sieht's aus mit Beats und so? Und dann, keine Ahnung, habe ich ihm ein paar Beats geschickt und dann ist das so gewachsen. So, dann ist daraus irgendwie so Brennpunkt Berlin entstanden. Mhm.
Das war so eine kleine Crew hier aus dem Osten, so, die hat ein bisschen Mucke gemacht und parallel kam dann auch gleich Battleboy Basti um die Ecke, beziehungsweise der hieß da damals noch gar nicht Battleboy Basti, es war eher so diese Klick-Klack-Klick. Die haben so gerappt mit verstellter Stimme und haben das alles so ein bisschen auf die lustige Nummer gemacht, ja. So, ne? Ja, da bin ich irgendwie so reingeschlüpft. Und die sind dann sozusagen auf euch drauf aufmerksam geworden oder ihr auf die und oder wie war das? Ich kann dir gar nicht genau sagen, wie das passiert ist. So, ich bin ja immer nur dazu gestoßen, wenn es so irgendwie um Mucke ging. Mhm. Weiß nicht, durch das Video machen, weil Klimo, der Typ, der mich halt angeschrieben hatte, der hat halt die Musikvideos für ganz viele Leute gedreht. Der hat auch für Kontra K und so ganz viele Musikvideos gedreht dann später. Wirklich auch für bekannte Leute. Und durch das Musikvideo drehen haben die sich dann, glaube ich, damals connect, weil er da ein Musikvideo für diese Klick-Klack-Klicke gedreht hat. Und irgendwann war dann auch VBT und ich glaube, ein Tag vor Quali-Abgabe hat sich dann, wie gesagt, Stefan heißt er, dazu entschieden, mit so einer Kinderstimme so einen Song einzureichen. Und dann ist halt Battleboy Basti geboren. Und war das tatsächlich auch das erste Jahr, wo er am VBT teilgenommen hat, wo ja. Er direkt auch erfolgreicher war? Ja, ja. Welches war, weißt du das, 13, 14 oder davor noch? Das waren so die letzten VBTs, die ich noch so ab, oder 2012? 12, 13 so vielleicht, ja. Ich glaube eher 2013. Und dann hat er ein Jahr danach nochmal mitgemacht, glaube ich. Aber ja. Dann war es das auch. Ja, es gab, also er hat nur zweimal im VBT mitgemacht? Ich bin das mir war? Nicht sicher. Ich glaube, der hat irgendwann nochmal beim JBB mitgemacht. Das war ja dann wiederum so ein anderes Battle. Ich kann mich erinnern, er war VBT Splash Edition gewesen. Ja, das war ganz zum Schluss. Ja. Im Weekend mit Finale, im Finale mit Weekend. Ja. Und davor, da hat er, glaube ich, nicht gewonnen, oder? Nee. Aber ja. Und wie gesagt, danach ging es ja dann gleich los hier mit BMG und hin und her, Verträge, bla bla bla. Und ihr beide habt dann euch also quasi auch in dieser VBT-Zeit kennengelernt oder beziehungsweise davor schon. Und wie kam es dann? Du hast ja auch für ihn Sachen dann produziert. Ja. War das dann eher so, dass er gesagt hat, ey, er pickt jetzt die Sachen, weil er die geil findet? Oder war es schon gezielt so, dass er gesagt hat, ey, mach mir mal einen Beat in die und die Richtung? Das lief damals wirklich alles über Klimo, weil Klimo, der Videomann, war so die Schnittstelle für alles so. Und ja, ich würde fast sagen, der war fast so wie so mein Manager. Der hat halt einfach die Beats gestreut so. Der hat halt gemeint, ey, hier, wir brauchen was, hast du was? Okay, ich schicke euch was. Dann wurde sich da irgendwas rausgepickt und das war's. Also eigentlich ganz cool, so, du hast also quasi jemanden gehabt und da waren ja auch noch wahrscheinlich andere Leute außer dir. Wir waren ein junges Team sogar, also wir waren jetzt nicht nur, wir waren glaube ich zum Schluss 8 Leute oder so, wir hatten ja auch einen eigenen Shop gehabt, du musst überlegen, wir haben dann später ein Studio in der Samariterstraße gemietet, wo wir nur Merchandise jeden Tag verschickt haben von Battleboy Basti. So, da haben wir im Monat 17.000 Euro mitgemacht, so. Nur mit Merch von Battleboy Basti? Nur mit Merch, so. Und ja, das war schon, das ging schon gut ab so zu der Zeit, ne? Und war das auch so die Zeit, wo du quasi das erste Mal Geld mit Musik verdient hast? Nee, gar nicht. Auch gar nicht. Also da hast du auch noch keinen Cent mit verdient oder das oder nee, nur also, so minimal? Ich wusste da, ich hatte da auch noch gar keine Ahnung mit GEMA und hin und her und diesen ganzen Quatsch. Nee, du hast dann halt eine Summe XY bekommen. Also später, wenn es dann halt in diese Albumproduktion ging und dann wurdest du halt ausgezahlt für den Kram. Also das war dann schon unter, wo er unter Vertrag war oder davor? Wo er unter Vertrag war? Wo unter Vertrag war, davor haben wir alle gar kein Geld gesehen. Okay. So, das haben wir alles for free gemacht. So. Aus Spaß. Ja, ja, auch diese ganzen VBT-Sachen. Klar, Klimo hat als einziger daran Geld verdient, aber er hat auch als einziger gearbeitet. Der hat halt die teuren Videos gedreht, der hat halt sich die Zeit genommen, so mit dem da was zu machen. So. Der hat an dem YouTube-Kanal verdient. So. Das war das Einzige. Aber ansonsten hat, also klar, er hat an dem Merch verdient, Battleboy. So, aber also ich hab da überhaupt nichts gesehen davon. So. Aber also war wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, wie das damals war mit AdSense-Einnahmen und so, aber ich weiß ja auch, wie es heute ist mit Spotify. Viel wird es wahrscheinlich eh nicht gewesen sein. Das wird, denke ich mal, Spotify gab es ja damals Produktionskosten zu der Zeit, aber ja, du hast schon, glaube ich, vor 1 Million Klicks auf YouTube haben wir so 3.000-4.000 so bekommen, glaube ich. Ist heute immer noch so, ungefähr in dem Range. Okay, also interessant. Was mich jetzt interessieren würde, brennend, was sind da so, gibt es da Standardverträge, wenn die jetzt so sagen, Albumproduktion, wir wollen dich gerne als Produzent haben? Gibt es Tagessätze oder, also du hast ja schon so
wenn ich das richtig verstanden habe, durchblicken lassen, das sind immer eine feste Summe X für ein Beat. Du wirst also ausbezahlt ohne Tantieme, oder? Ja, so war es damals. Aha. Was hast du da bekommen pro Beat? Das waren damals, glaube ich, 300 Euro oder sowas. 300 Euro? Ja. Okay. Und das war das Management Ronny Bold, ne? Ich weiß nicht, ob du Ronny Bold kennst. Das ist das Management, was Raff heute macht und Ufo und ach, alle. So, Ronny Bold ist die größte Nummer in Berlin. Und wie gesagt, Battleboy Basti war damals bei ihm mit unter Vertrag. Also er hat noch einen Untertypen gehabt, der hieß Massimo. Ist auch immer noch der Manager von Alligator. Und Battleboy Basti geht ja auch immer noch als Vorheck mit Alligator auf Tour und so, nach wie vor. Und ja, das ist halt so dieser Kreis an Leuten. Aber wie gesagt, ich war damals halt viel zu blöd. So, ich hätte auch nicht gedacht, dass ich damit Musik überhaupt Geld verdiene. So, das war auch gar nicht meine Intention. Was hast du zu der Zeit gemacht? Hast du da als Veranstaltungstechniker noch gearbeitet? Oder? Nee, wie gesagt, ab dem Zeitpunkt, wo ich in Berlin gewohnt habe, also um die 2011, habe ich nochmal eine Ausbildung als Kaufmann gemacht im Jazz Music. Okay. Deswegen kenne ich mich halt so gut mit diesem ganzen Equipment aus. Der ganzen Technik aus, ja. Also, wenn ihr Fragen habt, ne, meldet euch. Nee, bitte nicht. Das ist Fluch und Segen zugleich. Kriegst du, ne? Kriegst du Affiliate Commission von Just Music? Gibt's ja nicht mehr, hat jetzt pleite gemacht. Ach so, seit wann das? Ist noch nicht so lange, oder? Nee. Die hatten Ausverkauf vor kurzem, ne? Deswegen. Ah. Ja. Nee, ich bin ja selber seit 2017 nicht mehr da. Mhm. Und ich jetzt seit März. So, letzten Monat haben sie zugemacht. Oh, krass. Ja, hätte ich nochmal vorbeischauen müssen. Vielleicht hätte man schon. Ja, aber relativ früh hätte es da schon vorbeifahren müssen. Ich wollte mir eigentlich diesen Osmosis-Synthesizer, der war auch schon weg. Das ist die haben die ganzen Ausstellungsstücke dann verkauft. Safe, ja. Also sind die ganzen Geier alle hingefahren. wann war so bei dir der Punkt, wo du wirklich auch regelmäßiger Geld mit Musik verdient hast? Das fing erst mit Beatbrücke an, also okay. mit dem Online-Shop. Wie ist da so der Kontakt gekommen? Also wann habt ihr euch kennengelernt? Das ist alles wie diese Klimo-Bubble gewesen, da dass der halt sehr viele Videos früher gedreht hat und auch Bimo, der dem Beatbrücke gehört quasi, selber früher gerappt hat und Klimo da Videos für den gedreht hat, ist man sich irgendwie mal über den Weg gelaufen, früher auch schon. Ne? Und irgendwann hat er mich mal 2017 angeschrieben, ob ich Bock habe auf Beatbrücke. Und ich habe das schon immer so ein bisschen aus dem Augenwinkel mitbekommen, dass der da so Beats verkauft. Ich dachte mir, was ist das für ein Scheiß, Alter? So. Zum Anfang dachte ich, wenn ich die Beats mir angehört habe und dachte mir, nee. Aber er hatte halt schon damals wahrscheinlich den Blick drauf auf dieses Marketing und Suchmaschinenoptimierung oder war das eigentlich eher ein Zufall? Er hat es ja gar nicht ins Leben gerufen. Ja, okay. Also Bosi hieß der den Shop eigentlich ins Leben gerufen hatte und der hat irgendwann dann keinen Bock mehr gehabt, hat dann den Shop an Bimo verkauft, also an Mike. Und ab dem Zeitpunkt bin ich dann auch zur Beatbrücke gegangen. Aber wie gesagt, ursprünglich hat das eigentlich Marc Bosshold, so heißt er glaube ich mit richtigem Namen, der hat das hochgezogen. Von Anfang an. Und dann zu der Zeit, also hattest du noch bei Just Music gearbeitet und dann war Beatbrücke so dein Nebenbusiness. Erstmal habe ich das parallel gemacht. So. Ja, klar. Ich habe halt, das lief ja auch langsam so nach oben. Ne? Ja, und irgendwann, also durch einen dummen Zufall, was heißt dummer Zufall, ich wurde halt aus Just Music rausgeschmissen sozusagen oder wurde damals gekündigt und dann. Würdest du sagen, warum oder? Ich kann gar nicht genau sagen, warum, wieso, weshalb. So, ich hatte mal ein bisschen zu viel Gehalt bekommen, ein Jahr lang, so und habe das halt nicht gesagt. So. Hätte ich auch nicht gesagt. Also wahrscheinlich war das ein Grund so und gut, ich bin ein, zweimal zu spät gekommen, so, aber die hatten, glaube ich, auch keinen Bock auf mich, weil ich sehr. Anti-autoritär, wie du schon gesagt hast. Ja, so, ich war halt. Immer so, nee, das macht keinen Sinn, lass doch so machen hin und her. Und ich war denen immer ein Dorn im Auge, so glaube ich. Obwohl ich immer Top-Umsätze gefahren habe, so und die ganzen Kunden, so die sind halt auch immer alle zu mir gekommen. So. Weil die halt wussten, du kennst dich aus. Ebenso, ne? Weil ich kam dann auch aus der Veranstaltungsbranche davor. Ich kannte mich mit dieser ganzen Lichttechnik aus. Ich bin als Azubi zum Just Music gekommen, habe dann meine Ausbildung angefangen so und ich habe das ganze Licht auf einmal programmiert, so als Azubi, und die gucken mich alle an, so, woher weißt du das denn so? Eigentlich hätten sie dich ja, also mit dem Hintergrund als Mediengestalter, hätten sie dich ja so mit Kusshand nehmen müssen. Ja, aber ich wollte trotzdem nochmal eine neue Ausbildung machen. So im kaufmännischen Bereich, ich fand das auch interessant, dieses ganze.
Würdest du sagen, da hast du auch nochmal was gelernt zum Bereich Verkauf und solchen Sachen? Safe. Allein, was dir da noch später geholfen hat? Ja, auch steuertechnisch. So lernt man da schon so ein, zwei Sachen oder was Thema Absetzen geht und so, wie man was geltend machen kann. Also wie soll man sagen, also jetzt, wo es mich betrifft, kann ich jetzt irgendwie so rückwirkend zurückdenken und denke mir so, ja, ach na klar, in der Ausbildung hast du darüber was gelernt. So. Was dir dann geholfen hat? Was mir in einigen Sachen schon mal geholfen hat, ja. Und dann, du hast erzählt, du bist halt zu Beatbrücke gekommen und das hat sich so langsam entwickelt. Wo war dann der Punkt für dich, wo du gesagt hast, okay, du machst jetzt halt nur noch dann in dem Sinne Musik? Hat es dann direkt auch mit der Just Music Kündigung zu tun gehabt? Ja. Und du hast gesagt, okay, jetzt konzentriere ich mich so ein bisschen darauf? Ja, 100%. Eigentlich hatte ich immer den Ansporn gehabt, nur Musik zu machen und nur Beats zu machen, so, aber ich hatte halt nie die Eier gehabt. So. Ich glaube, jeder normale Angestellte kennt das so. Ja. Man denkt sich, ja, geht das gut? Schaffe ich das überhaupt so? Man hat halt immer so, man stellt sich halt ständig immer selber Fragen, aber wenn du dir selber Fragen stellst, wirst du in deinem Leben nie vorankommen. Das habe ich dann später auch gemerkt. Und deswegen kam das genau zur richtigen Zeit, dass sie mich da auch rausgeschmissen haben, weil denn, also da hatte ich wirklich diese Motivation entwickelt, so, ey, komm, scheiß drauf. Selbst wenn ich jetzt so und so wenig nur verdiene, ich ziehe das jetzt durch. Selbst wenn ich am Ende des Monats irgendwie nur Nudeln mit Ketchup fressen muss, mir ist das jetzt egal, ich mache das jetzt. Und genau ab dem Zeitpunkt, wo ich mir das gesagt habe, lief das auf einmal auch. Da ging das so steil nach oben. So dass, also auch so ein psychologisches Ding, oder? Dass man so diesen Rücken zur Wand Moment hat. Auf jeden Fall. Und dann weißt du so, fuck man, so, ich muss das jetzt halt machen. Wenn ich das jetzt halt nicht mache, muss ich halt vielleicht irgendwas machen, auf was ich gar keinen Bock habe. So. Safe. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass es nicht zu einfach ist, so das ganze Game und das ganze Drumherum. So, man muss schon einen gewissen Hustle haben und einen gewissen Stress, so damit man auch irgendwie reifer und erwachsener aus diesen ganzen Sachen rausgeht und mit späteren Sachen damit dann auch viel besser umgehen kann. So, weißt du, weil gerade in dem Musikbusiness werden auf einmal so Hindernisse auf dich zukommen, Alter, wo einige Leute komplett überfordert sind, ne? Also, ich glaube generell, wenn man Geld verdienen möchte, dann sollte man sich was anderes außer Musik suchen. Ich glaube, die Leute, die halt wirklich Musik machen und damit halt Vollzeit auch Geld verdienen, das sind halt auch alles Leute, die es halt wirklich machen, weil die es zu 100% kompromisslos lieben und für die Musik leben. Weil ich glaube, sonst ist es gar nicht anders möglich, ohne dass du irgendwie depressiv wirst oder einfach aufhörst und dir wieder einen Job suchst. Ja, man muss halt für sich selber auch irgendwann so eine Grenze festlegen, bis wo bin ich zufrieden und wo ist die Grenze, wo ich nicht mehr zufrieden bin, so, und dann alles, was darüber hinausgeht, schick so. Alles, was da drunter ist, okay, sollte ich mal meinen Arsch vielleicht doch wieder bewegen, so. Also sagst du für dich deine Maxime, ich habe das, glaube ich, auch schon mal, ich weiß nicht, ob du das im Gespräch zu mir gesagt hast, aber du bist halt zufrieden oder halt glücklich darüber, dass du halt generell einfach von der Musik leben kannst und dass das halt eigentlich schon irgendwie so, du musst kein teures Auto fahren oder irgend so ein Scheiß. Nee, das, warum so? Wie gesagt, also meine Priorität liegt ja auch nur auf Musik, so. Ich bin ja auch am glücklichsten, wenn ich Musik mache, so, und ich bin nicht am glücklichsten, wenn ich jetzt ein teures Auto fahre, 10.000 Euro in der Hand halte, so. Das, ja. Der Moment, in dem ich diese 10.000 Euro in der Hand habe, gibt mir nicht so viel Glück, wie als wenn ich jetzt am Rechner Musik mache. Oder eine Gitarre in die Hand nehmen, ist auch ein, so. Weißt du, es macht mich tausendmal mehr glücklich, als einfach irgendwie viel Geld in der Hand zu haben und mich darüber zu freuen, dass ich jetzt Papier in der Hand halte. So. Auf jeden Fall. Also ich kann das zu 100% nachvollziehen. Ich habe auch eine Zeit lang viel aktiv Mix und Mastering gemacht. Ich wohne ja in Frankfurt-Oder. Ne? Da ist halt natürlich der potenzielle Kundenstamm wesentlich geringer. Aber ich habe das auch für mich komplett eigentlich abgeschrieben. Ist das auch ein Teil deiner Einnahmequellen oder hast du Mix Mastering für andere aktiv gemacht? Ja, aber nur so für so einen Riller oder so, wenn so ein Album mal gemischt werden sollte, dann habe ich das gemacht. Aber so, ich hab nichts, damit, was du so aktiv auch versuchst? Ich habe damit keine guten Erfahrungen gemacht, sage ich dir ehrlich, so wie es ist, weil... Das interessiert mich, warum? Ich auch nicht, aber was waren so deine Negativerfahrungen in diesem Bereich? Na, ich sag mal, die Leute haben falsche Vorstellungen von dem, wie meiner Meinung nach eine Aufnahme richtig klingen sollte. Und diese Spanne von dem, was die Leute da schicken und den Vorstellungen, die denn am Ende haben, das ist nicht miteinander
Das kann man, das funktioniert halt nicht, sagen wir mal so, ne? Also die gab ja teilweise Leute, die mit so einem Headset aufgenommen haben und dann wollten die klingen wie ein Drake, so das geht nicht. So, wie soll das funktionieren? So, ne, die Leute geben dir halt Spuren, die klingen alle wie Scheiße, so was willst du daraus machen? Ist halt wirklich so teilweise, ne? Ja, würde ich so unterschreiben. Also, das ist auch die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass Leute wirklich Müll schicken. Und dann habe ich auch versucht, teilweise mit den Menschen dann zu kommunizieren. Habe gesagt, ey, schick mir doch mal ein Bild von deinem Studio. Wie sieht es aus? Von deinem Setup? Ja. So, dann kriegst du halt so Bilder. Das ist halt wirklich lustig. Mikro direkt im Interface drin, so wahrscheinlich. So, ne? So eine Kabel. Nicht ganz, aber weißt du, so ein Mikrofon mit so einem irgendwie ganz komischen Tischstativ. Dann hier so dran befestigt an irgendeinem Tisch, halt direkt vor so einer schallharten Wand und dann halt auch der Raum gefühlt komplett leer. Ja, und dann stehen sie halt so gefühlt 2 Meter auch noch weg und das Mikro ist halt ein 20-Euro Mikrofon aus China von Amazon so ungefähr. So mit USB-Mikrofon, was halt ein hohes Grundrauschen hat. Ne? Und dann denkst du dir halt, okay, was soll ich da jetzt draus machen? Und dann habe ich halt auch versucht, den Leuten halt zu sagen, hey, mach das mal so und so oder so und so. Hab denen halt versucht, Tipps zu geben. Hab halt den Leuten immer wieder die gleichen Tipps gegeben. Mhm. Bis ich halt gesagt habe, so okay, gut, warum? Ich mache einfach Videos daraus, können sich die Leute angucken. Mhm. Und so können die Leute sozusagen selber die Sachen lernen und es dann bessere Aufnahmen machen. Ja, hat dann aber nur teilweise funktioniert. Und du kriegst natürlich auch, wie du gesagt hast, nicht nur Spuren, die schlecht sind, sondern halt auch von der Performance Spuren, die halt einfach nicht so gut sind. Wenn die Person beispielsweise extrem schmatzt, weil sie ein Pappmaul hat oder so. Oder wenn die Person ja krasse Dynamik in der Stimme hat oder viel rumzappelt vom Mikrofon, dann kannst du das halt nicht rausbearbeiten. So, das ist, Schmatzer geht immer noch so. Da gibt es ja so Tools von RX, von Isotope, das ist ganz, ganz nett. Aber auch das funktioniert nicht immer zu 100%. Und es kommt immer drauf an, wie schwierig das Störgeräusch ist. Und ja, dann, wie du gesagt hast, war das halt Ergebnis nicht so und dann diskutieren halt die Leute rum. Dann wollen sie irgendwie 50 Revisionen von dir haben und es wird halt einfach unwirtschaftlich für dich. Mhm. Ne? Oder was ich halt am Anfang den krassen Fehler gemacht hat, ich habe es halt immer gemacht und habe gesagt, ja, bezahl's im Nachhinein. Und dann kommen die Leute und bezahlen nicht. Und du hast dir halt dann irgendwie voll viel Mühe gemacht und das ist halt scheiße. Da habe ich dann selber auch gemerkt, das liegt halt auch an mir, ne? Wie ich halt den Leuten gegenüberstehe. Und jetzt heutzutage mache ich das gar nicht mehr. Ich mache aber auch kein Mix und Mastering mehr, weil ich gesagt habe, ich glaube für mich persönlich, du tauschst halt Zeit gegen Geld. Und die Zeit, die du gegen Geld tauschst, ist gerade in diesem Bereich, also es gibt eine große Nachfrage nach Mix und Mastering, allerdings in diesem Low-Budget-Bereich. Ich sag mal so in diesem Mid- und High-Budget-Bereich, so da gibt's halt diese, weiß ich nicht, so die ganzen Studios beziehungsweise auch die Label, die haben halt so ihre Leute und die mischen das dann halt alles, ne? Und die verdienen vielleicht auch gutes Geld mit Mix und Mastering, aber diese ganzen kleinen Leute, die diesen riesen Amateurmarkt versuchen abzudecken, das ist halt sehr, 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 sehr schwierig, sich da durchzubeißen. Und gerade wenn du Zeit gegen Geld tauscht und viel Zeit damit verbringst, mit den Leuten zu schreiben, mit den Leuten zu reden und dann Revisionen und sowas zu bearbeiten, das ist halt sehr, sehr schwierig. Ja, du sagst es ja, die tauschen ja auch nur Zeit gegen Geld. Die tauschen ja nicht ihre Expertise gegen Geld. Da fängt es ja schon an. So, weißt du, ich meine, weil, ich meine, wir brauchen uns nur mal hier umgucken in diesem Pirate-Studio. So, wenn jetzt einer der Meinung ist, er mischt jetzt irgendwie einen Song hier in diesem Studio irgendwie, dann kann ich das auch nicht ernst nehmen. So, weißt du, das hat auch nichts mit Professionalität zu tun, meiner Meinung nach. So, das ist vielleicht eine Wunschvorstellung von demjenigen, der vielleicht mal irgendwie Mixing-Engineer werden will, aber das ist doch so an der Realität vorbei. Das ist doch... Ich finde es wirklich interessant, auch deine Meinung dazu. Mir ist da letztens ein sehr präsentes Beispiel untergekommen von jemandem, der genau das Gegenteil sagt. Der sagt eigentlich auch scheiße ein bisschen auf Akustik, ne? Und zwar Lollipop Beats. Kennst du die? Nee. Ist so eine Produzentin aus Amerika. So eine Nachwuchsproduzentin. Und die ist halt, boah, die hat halt schon für viele große amerikanische Künstler auch Songs produziert. Produziert? Das ist was anderes als mischen. Das sage ich den Leuten immer wieder. Ja, ja, okay, gut, das stimmt. Das verstehen die Leute nämlich auch nicht, auch so ein OZ oder so, ne? Den seine Beats kannst du dir, wenn die nicht gemischt sind, kannst du nicht anhören. Das klingt schrecklich. Ja. Ich meine das wirklich ernst. Nee, so. Ich war zu 100%. Und die Leute, die verstehen halt auch nicht so, dass die, die,
die Beats, die da im Fruity Loops produzieren, die werden weitergeschickt und die werden in einem Pro Tools gemischt. So, das wird alles aufgemischt. So, das mischen die nicht in einem Fruity Loops. Also denkt jetzt nicht, dass irgendwie so ein OZ irgendwie, dass die Sachen am Fruity Loops gemischt werden. Das ist nicht der Fall. Oder auch, dass die Sachen, dass die, wenn er die aus Fruity Loops raus exportiert, dass die so klingen, wie sie dann auf dem fertigen Song klingen. Nie im Leben. Das ist nicht so der Fall. Ey, ich kenne Leute, die haben mit einer Gitarre und einer Gitarrenseite einen Song gemacht. Das ist nicht das Ding, so weißt du, dafür brauchst du nicht die krasse Technik so, aber das Problem heutzutage ist, dass gerade diese Leute dann aber anderen Leuten erzählen wollen, wie das Game zu funktionieren hat, und das finde ich ein bisschen schade so, weil meiner Meinung nach ist so ganz viel gefährliches Halbwissen, was von solchen Leuten halt gestreut wird, und die Jugend, die nimmt das auf und die nimmt das für wahre Münze, und ja, dann brauchen wir das ja gar nicht so, weil die hat ja so und so viele Klicks und die ist ja so und so bekannt, aber... Ey, das unterschreibe ich zu 100%. Und ich sag dir ganz ehrlich, dieses gefährliche Halbwissen hat auch mich in meiner Vergangenheit gefährlich geprägt. Und ich sag ganz ehrlich, ich habe Sachen mir angeguckt und habe die dann so umgesetzt, weil ich die in irgendeinem YouTube-Tutorial gesehen habe. Und habe dann halt später so gelernt, dass halt eigentlich voll der Bullshit ist, ne? Aber ich musste halt auch erstmal lernen, dass es Bullshit ist, und dann, wenn du einmal sowas was verinnerlicht hast und das wieder sozusagen überlernen musst, also zurücklernen musst, ist viel komplizierter, und ich glaube, das hat mich sehr viel Zeit gekostet, dass ich halt auch einfach so falsche Informationen hatte und viel zu viel darauf Wert gegeben habe. Zum Beispiel so ganz klassisches Beispiel ist so dieses, was du früher oft in YouTube-Tutorials gesehen hast, ja, nimm halt dein EQ, booste irgendwas extrem und hör halt, was scheiße klingt. So gefühlt klingt alles scheiße, wenn du es extrem boostest, und dann ziehst du da halt, keine Ahnung, 20 verschiedene Bänder raus und dann hast du dein Signal total dünn gemacht, und das ist es halt nicht, ne? Und das musste ich halt auch erst lernen, dass das halt alles so falsche Sachen sind. Da hat mir wirklich dieser Hofer-Kurs geholfen, muss ich sagen, weil du hast halt einfach das Wissen von Leuten, die halt wirklich auch Ahnung haben, vermittelt bekommen von Anfang bis Ende, und das fand ich halt wirklich sehr gut. Ich sag ganz ehrlich, bevor ich diesen Kurs gemacht habe, wusste ich auch gar nicht, was ein 1176 ist und ein LA2A und was da überhaupt der Unterschied ist. Ich sag ganz ehrlich, ich hatte keine Ahnung. Wusste ich früher auch nicht, ne. Ich sag ganz ehrlich, ich wusste nicht, was ist ein Feldeffekttransistor, was ist ein Röhrenkompressor, was ist ein was gibt's noch? Ein Opto-FET. Genau, Opto. Ne, was ist der Unterschied zwischen diesen ganzen Sachen? Ne? Und dann haben die das halt da erklärt, sind es halt durchgegangen und haben halt auch erklärt, warum du welchen für was benutzt. Ich weiß nicht, ich sag ganz ehrlich, gibt es wenige YouTube-Tutorials. Wenn du halt irgendwas so gerade in diesem Hip-Hop-Bereich suchst, du kommst immer eher auf diese Tutorials von wegen, ja, ich nehme hier FL-Studio und ich mache halt einfach jede Spur extrem laut, einen Soft-Clipper, und dann passt es. Ja, aber ich kann auch verstehen, warum die Leute von sowas angetan sind, so, weil die Leute sind immer von Sachen angetan, die sehr einfach aussehen und sehr simpel aussehen. So, und wenn einer sich hinsetzt und der hat halt nur, hier, wie hieß denn der damals, Lex Luthor oder so? Ja, Lex Luthor. Der hat damals auch nur so zwei Logitech-Boxen gehabt, so ein Mini-Keyboard, und hat die übelsten Beats geballert. Ist doch klar, dass die Leute das krass finden, wenn es halt so einfach aussieht, weil das suggeriert ja in deren Köpfen, oh, das kriege ich auch hin. Weißt du, wie ich meine? Und deswegen... Ja. Deswegen haben diese Leute so viel Aufmerksamkeit, weil die es einfach einfach aussehen lassen. Das ist Teil der Kultur aber auch, oder? Das ist voll Hip-Hop, Digga. Ja, so Skaten sieht auch mega easy aus. Wenn du gut skaten kannst, sieht es easy aus, aber Skaten ist ultra schwer. Und genauso beim, glaube ich, Produzieren und beim Rappen. Bei Musik machen generell, so, weißt du, wenn ein Gitarrist auf der Bühne sein Solo spielt, dann sieht der auch aus, als wenn das voll easy für den wäre, so, aber das... erfordert schon viel Training und sowas, aber genauso ist es halt mit Beats auch, ne? Nur weil du einen Beat irgendwie schnell mal in 5 Minuten produziert hast, heißt nicht, dass der da gut klingt, ne? Also der wird auch weitergegeben, wird aufgemischt, und dann kann es auch nur ein Hit werden, meiner Meinung nach, weil wenn du einen Song hast, der schlecht klingt, das hat kein Hitpotenzial. Das ist halt einfach nur mal so, weil du musst halt bedenken, Songs, die du heute im Radio hörst, die in den 80ern aufgenommen wurden, die hörst du heutzutage auch nur im Radio, weil die damals geil gemischt worden sind. Weil die heutzutage immer noch den geilen Sound haben und sich immer in diesen Sound einkategorieren können. Würdest du sagen, zum Thema, wie ist was gemischt, dass es eine große Rolle spielt bei Beats, oder wenn du so prozentual vielleicht angeben könntest, wie groß ist von dem gesamten Beat, vom Gesamtwerk, der Mix, dass der eine Rolle spielt? Sind so 10% sagst du Mix, oder 20, oder sagst du 50 oder 60? Weil ich persönlich habe...
immer das Gefühl gehabt, boah, meine Beats, die sind voll kacke gemixt und so. Ich habe mir immer sehr, sehr viele Gedanken darum gemacht. Hm. Und mein Anspruch ist es halt immer, wirklich so einen Beat jemandem so rauszuschicken, dass der, wenn er den halt, weiß ich nicht, als ganz normale MP3 WAV kauft, dass er da einfach easy seine Stimme so drauf mixen kann und es halt gut klingt, weil nicht irgendwie die 808 halt so massiv laut ist, dass sie halt einfach auf großen Anlagen komplett scheiße klingt, weil die halt irgendeinen Producer, einen Lex Luthor, auf seinen Mini-Logitech-Boxen gemischt hat. Ne, so. Was würdest du sagen? Inwiefern spielt es eine Rolle? Weil ich finde, die Sachen von Beatbrücke, also ich habe auch Kunden, für die ich früher Mixing gemacht habe, die auch Beatbrücke-Spuren hatten. Da war auch einiges von dir mit dabei, unter anderem. Und da hatte ich halt immer so das Gefühl, da konnte man halt sehr gut mitarbeiten. Von sich aus schon. Ja, der Workflow von eben ist ja irgendwie anders, ne? Also ich mix meine Beats auch so, dass ich denke, dass das könnte jetzt im Radio laufen. Also komplett fertig, gemischt, auch gemastert, so weit wie ich das kann. Ob derjenige im Nachhinein seine Stimme da so super wirklich drauf aufnehmen kann, das ist eine andere Frage. Da steckt man halt auch nicht drin. So, ne? Der eine kann damit umgehen, der andere nicht so. Der andere mag lieber Rohspuren, der andere mag nicht so viel Kompression drauf. So. Gerade die Leute, die sich halt ihre Songs selber mischen, die wollen, glaube ich, eher so ein bisschen luftigere Sachen haben. So habe ich immer das Gefühl, aber... Dass die ein bisschen atmen, ne? Dass man halt noch ein bisschen seine Stimme oder vielleicht selber auch ein, zwei Elemente noch reinquetschen kann. Können die auch mit den Einzelspuren zum Beispiel bei uns auch alles machen, aber ich bin trotzdem immer ein Freund, dass zumindest den Beat, den die da auf unserer Website hören, dass der halt so klingt wie bei Spotify oder im Radio auch so einfach. Es hat aber auch so psychoakustische Gründe, weil wenn du da zu leise bist und so, dann hast du auch schon wieder verloren. So, weißt du, ein Song, der lauter ist, klingt automatisch schon mal besser, so sage ich mal. Und wenn die vorher, sage ich mal, sich auf Spotify ihre Songs angehört haben, so in was für eine Richtung die vielleicht rappen wollen, die vergleichen es dann mit meinem Beat und mein Beat ist dann dB leiser, dann habe ich verloren. Und deswegen mischt die Sachen einfach komplett so, wie sie am Ende klingen sollen. Ja, also ich würde sagen, es spielt halt vor allem eine Rolle, wenn jetzt du willst, glaube ich, dass der Song, den jemand auf deinen Beat macht, eine gewisse Reichweite bekommt. Weil wenn du den Beat halt so gemischt hast, dass, ja, ich weiß nicht, also der Künstler mag vielleicht seine Stimme so gut kennen, wie er mag, und er mag die vielleicht auch so gut mischen können, wie er mag. Aber wenn er halt vielleicht keine Ahnung hat, wie man Beats mischt oder und das halt alles selber macht, und es dann halt im Endeffekt an der Qualität des Beats scheitert, dass es in eine Kuratoren-Playlist aufgenommen wird. Also ich sage es jetzt mal so beispielhaft. Dann schadet es ja auch dir irgendwo, weil der Song dann nicht so bekannt wird, wie er bekannt werden könnte. Und ich persönlich würde auch sagen, dass der Mix von so einem Beat schon einen sehr großen Anteil an dem Erfolg, sage ich mal, auch beiträgt. Wobei ich auch oftmals YouTube-Produzenten gesehen habe, die ein paar hunderttausend oder Millionen Aufrufe auf ihre Videos haben, und ich denke mir jedes Mal beim Mix so, Alter, die Kick und so klingt einfach richtig miserabel. Aber es muss ja nichts mit dem Beat zu tun haben, dass einer eine Million Aufrufe hat. Ja, wir das haben, stimmt. Wir haben bei Beatbrücke, wir haben Beats hochgeladen, die haben über eine Million Aufrufe, so weil da irgendwelche Ärsche zu sehen sind. Ja, es ist halt nun mal so. Es hatte mit der Musik überhaupt gar nichts zu tun. Ja, das hat doch mit dem Beat nichts zu tun. Das hat einfach nur viel Klicks, weil die Leute da was sehen. Ja. Was sehen. Aber die Leute lassen sich auch immer, habe ich das Gefühl so ein bisschen blenden. Aber gut, ja, na klar. Das ist anderes. Aber das ändert sich, glaube ich, auch gerade ein bisschen so, ne? Wegen der KI? Ja. Nö, deswegen nicht so, aber ich glaube, also ich kann jetzt so aus Beatbrücke-Erfahrung reden. Wir hatten so 2017, 2018 war so die Peak-Zeit, was Beat-Verkäufe anging. Und das hat auch damit was zu tun, dass zu der Zeit, musst halt überlegen, da kam Palm aus Plastik raus, da kam Kokaina raus von Marcin Yassin, ja. Genau. Da kam auch zu der Zeit irgendwas anderes parallel auch noch krass raus. Und dann hast du natürlich, du spielst da so ein bisschen mit den Träumen von den Leuten auch so. Ne? Ja, ja, klar. Und umso mehr Leute sehen, man kann mit so einer Musik auch wieder Geld verdienen und man kann damit bekannt werden, so, ey, das hat bei uns explodiert, so, ne? Wir hatten, glaube ich, in dem Jahr hatten wir 200.000 Umsatz in dem Jahr gehabt, so.
2017. Da hat das richtig geballert, so, ne? Aber du merkst jetzt halt auch so mit dem, da das im Deutschrap nicht mehr so viel Präsenz ist gerade, merkst du, dass die Verkäufe auch runtergehen. Also man merkt halt regelrecht, dass die Leute sich von anderen Rappern oder von Erfolg motivieren lassen und dass dadurch dann mehr gekauft wird. Aber ich finde es krass, was du gesagt hast. Ich hatte auch eine Zeit lang mal für so ein Online-Coaching gearbeitet. Also habe für die so Werbeanzeigen gemacht und Videos geschnitten. Und habe auch mich so ein bisschen mit ihnen unterhalten. Die haben gesagt, so das eins der besten Businesses, so die du haben kannst, ist halt, anderen Leuten zu erzählen, wie sie beliebter werden, wie sie erfolgreicher werden, also mehr Geld verdienen. Und das sind eigentlich so die zwei Core-Values, so wo das sind immer Sachen, die sie extrem gut verkaufen. Und wie du halt gesagt hast, die Leute, die halt dann denken so, ja, ich kann jetzt hier irgendwie nach den Sternen greifen und berühmt werden und so. Ich glaube schon, dass das funktionieren kann. Wenn du ganz fest davon überzeugt bist, du bist ein Charakter, dann ziehst du das durch. Ja, aber das ist der Punkt, glaube ich, durchziehen, oder? Kennst du Leute, die dich auf deinem Weg begleitet haben, die aufgehört haben? So wo du Tausende, ne? Tausende, aber zu dem Ding nochmal zurückzukommen, was du gerade gesagt hast. Ja. Das, was sich halt am besten verkauft am Ende des Tages, sind immer Emotionen. Wenn du zum Beispiel Mercedes verkaufst oder so, du siehst eine Mercedes-Werbung und du siehst den Mercedes so vom Restaurant vorfahren, so in der Werbung, da steigt ein Typ aus so mit einem Anzug, und daneben steigt so eine schöne Frau aus so, die er dann in den Arm nimmt so. Und das ist halt, damit kriegst du die Leute so, du verkaufst denen nicht das Auto, du verkaufst denen das Gefühl von Status. Ich bin was Besonderes. Beim Land Rover ist das was anderes, wenn du eine Werbung von dem Land Rover siehst. Verkaufst du die Emotion Freiheit. Genau, das Lebensgefühl Freiheit und so, du verkaufst niemals das Produkt selber, du verkaufst immer die Emotion hinter dem Produkt. Und genauso ist es teilweise bei Musik und bei allen Sachen, die du verkaufst eigentlich. Safe. Was ich noch wissen wollte von dir, wir hatten ja im Vorhinein ein bisschen geredet und du hast auch ein paar Namen gesagt, mit denen du noch zu tun hattest. Du hast ja gesagt Battleboy Basti unter anderem, aber auch Zilla und tatsächlich SpongeBoss. Mhm. Ja, aber SpongeBoss, das war halt auch nur geduldet, weil ich damals für Gio die Endrunde produziert hatte im JBB. Und die Rückrunde hat halt eher auf meinem Beat gerappt. So. Aber das war halt auch sehr, sehr freakig, weil da hat mich damals Julian? Ja, ja. Mich damals auch kontaktiert und das war sehr weird. Da wusste ich schon, irgendwie stecken die da so unter einer Decke. Weil der meinte, ja, mach mal den Beat so und so nochmal und änder mal da was um, damit der da besser drauf rappen können. Ich war, hey, warum denn das? So. Und dann, ja. Okay, krass. Dachte ich mir, okay, ansonsten finde ich noch produziert für Rilla, den kennen wahrscheinlich viele. Früher hieß der Joe Rilla. Mittlerweile nur noch Rilla, für den habe ich ganz viel gemacht. Wie kam da der Kontakt zustande? In der Tat über Beatbrücke, ey. Der ist auf Beatbrücke aufmerksam geworden, hat mir dann eine E-Mail geschrieben und dann ist man da zusammengekommen. Das Lustige ist, ich habe halt seine Musik selber früher gepumpt, deswegen war das für mich so ein Ehrending, auch da mal mit dem Mucke zu machen. Und lief auch ganz gut, ich war auch mal bei ihm in Spanien da, in seiner Finca und so. Ach, der wohnt in Spanien? Der wohnt in Spanien, ja. Der hat ja auch jahrelang Haudegen gemacht mit seiner komischen Band da. Ja. Mittlerweile auch nicht mehr, aber da hat er gut Kohle mitgemacht, definitiv. Ja, würdest du auswandern, wenn du jetzt so sagst Spanien? Ich habe schon mehrfach überlegt auszuwandern sogar, ja. Wohin? Also Madeira hatte ich mal überlegt, so auszuwandern. Gibt es jetzt neue Steuergesetze? Bitte, dann macht es auch keinen Sinn. Denn nach Bali, da ist auch noch gut mit Steuern. Steuerlich interessant und wettertechnisch. Ja. Würdest du sagen, also ich habe immer das Gefühl, dass wenn geiles Wetter ist, dann verkrieche ich mich am liebsten ins Studio und mache Beats, weil ich dann gute Laune habe. Geht dir das auch so? Dass so Wetter einen großen Einfluss auf deine Produktivität hat und deine Kreativität? Wetter nicht unbedingt, aber das, was ich erlebe so tagsüber und daher, dass halt man so bei schönem Wetter, glaube ich, draußen einfach mehr erlebt und mehr Impressionen hat, bist du automatisch viel kreativer. Das ist auf jeden Fall. Genauso können mich aber auch so dunkle Tage und total düstere Sachen total krass inspirieren. So gerade wenn ich in so einem Tief bin, habe ich manchmal so so das krasseste Feuer so. Also wenn du nach Bali ziehst, dann nur noch Happy Beats? Nee, das ist ja auch gar nicht mein Ding so. Und so Zypern? Ich kenne halt ein paar Leute, die sind nach Zypern ausgewandert. Vielleicht keinen Bezug zu irgendwie
zu Zypern. Ich bin schon froh, in Deutschland geboren zu sein. Hat auch echt viele Vorteile, gerade wenn man im Ausland mal ist und woanders. Man merkt auch, wie gut es einem hier geht. Mit diesem ganzen System. Ich meine, ich habe vorhin erzählt, mit diesen, ich mache halt einfach vom Arbeitsamt bezahlt eine Ausbildung, eine private, bei einem privaten Träger, die 5.000, 6.000 Euro kostet, krieg halt ein Mikrofon und Kopfhörer im Wert von 700, 800 Euro einfach geschenkt. So, das gibt es nirgendwo anders. Nee, das stimmt. So, das ist schon. Aber ob es wirklich geben muss, ist natürlich noch die andere Frage. Ist die Frage, was einem wichtig, ja. Das ist die Frage, was zieht man sich damit halt auch für Leute heran, so wenn sowas immer alles. Ist schwierig. Ist schwierig. Sehr philosophische Fragen. Aber so auswandern grundsätzlich, sagst du? Ich hätte Bock drauf, so, aber ich denke mir so, ich will dann schon abgesichert sein. So. Also ich will nicht irgendwo hingehen, irgendwie mit dem Gedanken, ich muss jetzt irgendwie noch Kohle verdienen, dann hat okay. das wieder einen komischen Beigeschmack. Ich finde, das wird wirklich attraktiv, wenn man halt wirklich so für sich aus abgesichert ist, so mit Kohle. Oder wenn man zumindest weiß, ich mache meine im Monat so meine 7-10k, so, dann ist das so okay. Dann reicht das. Es muss halt von alleine laufen, so, weißt du, wie ich meine. Man muss halt nicht mehr, wenn du nicht mehr viel involviert bist in Sachen, so, dann ist das wahrscheinlich einfacher, irgendwo hinzuziehen. Aber wenn du selber noch die Kontrolle haben willst, dann geht es mir hier, glaube ich, noch ein bisschen besser in Deutschland. Wenn doch mal was schief geht und so, findet man hier eher was. Und du wohnst jetzt wie lange in Berlin? Das würde mich noch interessieren. Seit 2011. Seit 2011. Ja. Würdest du, also du bist ja Wahlberliner. Sagst du, du fühlst dich... Eigentlich bin ich schon Berliner. Ich wohne halt am Rand Berlin. Also ist 100 Kilometer entfernt meiner Heimat. Wo du geboren bist? Willst du sagen, wo? Belzig. Belzig, okay. Bad Belzig, mittlerweile. Okay, also das würde mich halt so generell deine Sicht dazu interessieren. Ich bin ja nach Berlin gekommen, auch aus Frankfurt-Oder, was ja auch nur 60, 80 Kilometer entfernt ist. Und für mich persönlich war das halt immer früher so gewesen, ey, Frankfurt ist so scheiße, so langweilig, da gibt's nichts. Sei froh. Ha? Sei froh. Ab nach Berlin. Und dann bin ich halt nach Berlin gezogen und dann war ich in Berlin und dann dachte ich mir, Alter, Frankfurt ist so schön, so ruhig und auch Mieten in Berlin und dann auch dieses, weil ich habe halt gemerkt, ich wollte mir halt eine Studioimmobilie mieten, weil ich halt gesagt habe, okay, für mich ist es halt blöd, wenn ständig da Leute vorbeikommen und das ist halt irgendwie bei dir zu Hause und ich hatte das halt hier in Berlin, eine Zimmerwohnung und dann sind die Leute irgendwie auch, haben gesagt, ja, hast was zu essen und so, haben sie den Kühlschrank leer gefressen auf den und dann sah es halt immer wie sau bei dir zu Hause aus und du warst halt so fertig mit quasi der Arbeit, hattest aber auch keine Zeit mehr, dann noch große Aufräumaktionen zu machen, bist dann halt nur ins Bett gefallen. Kenne ich auch noch von früher, ja. Warst du halt so in diesem Chaos und da habe ich dann irgendwann gesagt, nee, will ich nicht mehr. Und spätestens da war für mich klar, okay, irgendwie in Frankfurt oder ist das Leben so viel günstiger. Benzin günstig durch die Nähe zu Polen, Lebensmittel günstiger. Du kannst für, keine Ahnung, früher konnte man für 4 Euro eine Riesenpizza in Polen essen gehen und so. Jetzt mittlerweile ist es auch ein bisschen teurer geworden, aber generell für mich ist es halt, weil ich da auch aufgewachsen bin. Ich glaube, für jemanden, der da nicht aufgewachsen ist, der denkt sich so, Digga, was ist das für ein Kaff? Ja, Platte halt, ne? Ja, mega, nur übelst Platte. Tiefster Osten ist da. Ja. Ne? Aber wenn man da aufgewachsen ist und sich so ein bisschen auskennt, ich glaube, dann merkt man eigentlich so, wie viele Vorteile man da hat. Was sagst du, inwiefern spielt Berlin, darauf wollte ich hinaus, eine Rolle mit dem Kontakt zu Künstlern? Würdest du sagen, wenn du jetzt woanders wohnen würdest, würdest du nicht so viel Künstler kennengelernt haben in deiner Vergangenheit? Ich würde sagen, ja, weil... Klar, du kannst auch irgendwie Online-Kontakt zu Leuten haben, aber das ist nicht derselbe Kontakt, als wenn du Leute persönlich mal auf einer Party triffst oder auf einem Konzert und sowas gibt's ja hier in Berlin relativ häufig. Früher war ja auch noch Rap am Mittwoch, sage ich mal, eine große Nummer hier, ne? Und das war halt so Treffpunkt für Szene. Das heißt, du lernst die Leute anders kennen, definitiv, wenn du in Berlin wohnst. Das ist was anderes. Und wenn du gut mit Leuten umgehen kannst so, und gut ins Gespräch kommst, ist das Jackpot definitiv. Das ist definitiv einfacher, ja. Also, aber du musst natürlich auch rausgehen, du musst auch irgendwie dich connecten wollen, ansonsten funktioniert das auch nicht. Würdest du sagen, so dieses Netzwerken also wie groß würdest du den Impact einschätzen davon? Also du hast ja gesagt, Beatbrücke war für dich so ein Gamechanger, weil das halt so Suchmaschinenoptimierung, aber da bist du ja letztendlich auch nur hingekommen wegen dem Kontakt. Na, eigentlich der eigentliche Impact ist wirklich Berlin. Seitdem ich nach Berlin gezogen bin,
hat mir eigentlich überall die Türen aufgemacht. Und die richtigen Leute natürlich, das kommt auch noch mit dazu. Also nur alleine jetzt in irgendwo in eine Großstadt ziehen, würde ich auch nicht weiterbringen. Du musst dich halt mit den richtigen Leuten connecten. Leute, die halt selber irgendwie Hustler sind, wo du halt noch zu denen raufschauen kannst und nicht Leute irgendwie, zu denen du runterschauen musst. Das bringt dich überhaupt nicht weiter. So. Ist halt, ja, klingt zwar egoistisch, aber es ist halt nur. Ich weiß zu 100%, was du meinst. Ich habe halt nur gelacht, weil da, wo ich halt herkomme, in Frankfurt-Oder, so. Da gibt es wahrscheinlich viele Hänger, so, ne? Ja, da gibt es viele Hänger, aber ich sag ganz echt, da gibt es halt auch tatsächlich viele Leute, die sich halt dafür interessieren, aber die gucken alle aufeinander herab, weil jeder denkt irgendwie, er ist krasser als der andere. Und das finde ich halt schade. Mhm. Es gibt halt auch irgendwie da so 5, 6 verschiedene kleine Studios mittlerweile. Mhm. Der eine macht so eher Indie und so. Der andere nimmt halt irgendwie diese lokalen Bands auf, macht so Metal und so. Mhm. Dann gibt's halt mich, der eher so Hip-Hop macht, wobei ich ja eher auch nur Beats mache mittlerweile und halt Videos, meinen eigenen Stuff. Und dann gibt's noch ein anderes Studio, ich weiß gar nicht mehr, ob die noch so aktiv sind. Aber keiner arbeitet irgendwie zusammen. Ist es in Berlin anders? Oder hast du auch das Gefühl, die Leute sind eher so für sich und du musst sie richtig... Teils, aber das war auch schon immer so in Berlin, dass Berlin so ein Bezirksding oder so ein Grüppchending ist. Also ich habe halt nicht viel mit Leuten zu tun, irgendwie, die aus Schöneberg kommen. Also früher war das auch noch viel krasser, wo ich halt noch in dieser Klimo-Bubble war. Zur VBT-Zeit, ey, da ist man ja regelmäßig irgendwo hin. Also der hat mich da irgendwo mit hingenommen auf irgendeine Party. Auf einmal steht da Spectre da, dann steht da ein Mosch da, war auch die Release-Party von Mosch, muss man dazu sagen, Kitty Cat, so, die da, mit der ich dann schön eingekifft und so. Dann denkst du so, Alter, du guckst dich um und ja, Alter, den habe ich gehört in der Jugend, den habe ich gehört. Oh, lustig. So, irgendwie, ne? Das war schon geil. Okay, ich würde sagen, lass uns langsam mal zu einem Ende kommen. Ich habe noch eine abschließende Frage. Und zwar die Frage ist, wenn du 10 Jahre zurückguckst, würdest du sagen, dass dein Ich vor 10 Jahren stolz auf das wäre, was du heute erreicht hast? Und dann die zweite Frage, was willst du in 10 Jahren erreicht haben? Wo willst du gerne in 10 Jahren stehen? Also mein 10-jähriges Ich oder ich vor 10 Jahren? Dein 25-jähriges Ich. Ich glaube nicht, dass der stolz wäre. Der wäre eher enttäuscht, glaube ich. Echt? Ja, wahrscheinlich. Warst voll ambitioniert mit 25. Ja, man hat wahrscheinlich andere Vorstellungen noch mit 25 oder denkt, ja, wenn ich so und so alt bin, dann bin ich schon irgendwo da. Aber grundsätzlich würdest du aber sagen, du bist schon happy mit deinem Leben und so. Grundsätzlich schon, klar, aber so Lebensumstände und das, was man, wo man noch hin möchte, sind jetzt zwei verschiedene Paar Schuhe. So, und wo willst du hin? Weiß nicht, nach oben ist die Grenze offen, sage ich mal. So, vielleicht mache ich auch in 2 Jahren was komplett anderes. So, ne? Also, wie gesagt, ich will mich auch im Mixing und so ein bisschen weiterentwickeln und habe auch vor, mit meinem Kollegen bald ein dickes Studio zu bauen. Und mal gucken, was man denn da halt macht. Vielleicht nehme ich in ein paar Jahren wieder Bands auf oder kann auch sein. So, weißt du, okay. Ich bin ja in nicht 1000 so festgelegt. Nee, ich bin ja in 1000 Genres unterwegs. Ich mache ja auch immer noch hier mein Metal-Kram und so. Hast du aktuell eine Metal-Band? Nee, ich mache alles selber. Okay, sehr, sehr interessant. Aber auf einem sehr, sehr hohen Niveau, sage ich dir. Gibt es da schon Sachen zu hören? Offiziell nicht, aber auf meinem Handy gibt es Sachen zu hören, ja. Okay. Naja, wenn du, gibt es noch irgendwas, wofür du gerne jetzt Werbung machen möchtest an der Stelle? Beatbrücke halt, wie gesagt, ne, und checkt halt meinen eigenen Online-Shop ab. Ich bin ja gerade dabei, auch mir selber was aufzubauen. Riffboy.com. Ja, so ansonsten, keine Ahnung, was soll ich den Leuten sagen, bleib weiter am Ball. Also, schaut da vorbei, hört euch die Beats an. Wenn euch was gefällt, kauft es auf jeden Fall. Dann macht ihr nichts falsch. Und ich würde sagen, ich bedanke mich auf jeden Fall. Danke dir auf jeden Fall, dass ich vorbeikommen durfte oder dass du nach Berlin gekommen bist, um mich hier zu empfangen. Danke und das war's mit dem Podcast. Und hört auch gerne beim nächsten Mal wieder vorbei beim beatmaking.de Podcast. Bis dahin, macht's gut, bis bald und ciao.